Hey Leute, willkommen bei Pandido und zum fünften Türchen unserer Mädchen-Adventskalender. Gestern hatten wir folgendes in Türchen Nummer 4, ein Couchtisch, Zeitschrift und Adventskranz von Playmobil und unsere Barbie hat eine wohlduftende Bodylotion und Wimpernzange geschenkt bekommen. Supi, dann machen wir doch mal weiter mit Türchen Nummer 5 bei dem Playmobil-Ankleidekalender. Oh, der ist hier unten. Ach du liebes Bisschen, sind das etwa 2 Türen? Oh, Jackpot, das ist ja wie Weihnachten. Wir haben schon in Türchen Nummer 5 eine große Überraschung. Oh, da bin ich jetzt aber besonders gespannt, was sich dahinter verbirgt. Okay, ich sehe bisher ein paar graue Stäbe. Packen wir das erstmal hier aus. Was das wohl sein mag? Vielleicht eine Kleiderstange? Gucken wir mal. Ich glaube, ich könnte recht haben. Doch. Seht mal da. Und zwar verbinden wir jetzt die Stange Nummer 1 und Stange Nummer 2 hier an der Seite. Die stecken wir einfach in diese Öffnung. Also nicht verbinden, wir stecken die einfach da rein. Vorne und hinten. Na. Aha, sogar 2 versetzte Stangen. Das heißt, an die untere können wir kurze Röcke oder sowas hängen. Und oben lange Kleider. Na, da haben sie mitgedacht. Und das gleiche. Achso, nee, stimmt. Entschuldigung, ich war gerade falsch. Das war ja doch etwas zu nah beisammen. Die Kleider wollen ja auch Platz haben. Jetzt können wir das Ganze nämlich mal ausprobieren. Wir haben ja schon im Türchen Nummer 2, was glaube ich, hatten wir schon einen Kleiderbügel. Ja, der passt doch schon mal optimal an die Kleiderstange. Scheint so, als würde unser Playmobil-Mädchen noch mehr Klamotten bekommen. Na, dann macht nämlich die Kleiderstange auch Sinn. Schön, na dann gucken wir doch mal, was Barbie heute zu bieten hat. Türchen Nummer 5. Da unten links hat es sich versteckt. So, wieder vorsichtig öffnen. Das sieht doch nach irgendwas zum Anziehen aus. Ich pack's mal aus. Oh nein, ist das schick. Ein hübsches Kleidchen. Sogar mit Verzierungen da oben am Hals und einer extra Schürze dazu. Also es tut mir leid, liebe Barbie, auch wenn ich dein Kleidchen momentan wirklich sehr mag, das ist sehr festlich. Aber jetzt hast du ja was Neues, also probieren wir das gleich mal aus. Eine kurze Umzieh-Action für Barbie. So, huch. Da befreien wir sie mal von ihrem großen, schicken Kleidchen. Hoppala, da schaut der Po hervor. Naja, ist ja auch was ganz Natürliches. Also Kleidchen zur Seite und jetzt hinein in das neue Kleidchen. Ich überlege gerade, ob ich die Schuhe anlasse, weil rein farblich, doch, die lassen wir gleich schon mal an, ne? Weil die sind ja genauso orange-rot wie das Kleidchen, also perfekt aufeinander abgestimmt. Und habe ich es nicht im letzten Türchen noch gesagt, dass ein kurzes Kleidchen eigentlich viel besser zu den Schuhen passen würde, da die dann besser zur Geltung kommen? Ha, und tatsächlich wurde mein Wunsch erhört. Wir haben jetzt ein passendes Mini-Kleid. Oh, so, rein mit deinen Ärmchen links und rechts. Verschließen wir das Kleid gleich erstmal vorsichtig. Die Haare, ne, dass die hier nicht eingeklemmt werden. So, das geht mit Klettverschluss. So, dann zeig doch mal, wie das ausschaut. Ah, der Träger war runtergerutscht. Hey, passt wie angegossen. Und, Moment, jetzt noch die passende Handtasche dazu. Halt, wo sind die Schuhe? Die Schuhe müssen wir noch dazu sehen. Achtung, Barbie, zeig mal. Ach, perfektes Outfit. So, das war's mit Türchen Nummer 5. Bis morgen!